noch ein Mini-Mini-Mini-Mini-Video, weil das soll ja am 25. rauskommen. Eigentlich habe ich gesagt, ich drehe es jetzt nicht, aber jetzt halt drehe ich es dann doch, weil ja. Genau. Es geht um die Challenge von der Bastelgruppe oder von der Bastelspaß mit Biene. Und die liebe Biene hat ja eine Challenge gemacht und die Challenge heißt Weihnachtsdorf Winterdorf und enthalten sollen Tannenbaum, Weihnachtsmann, drei Häuser, Geschenke, Schnee und Beleuchtung. Ich hab's gebastelt. Ja, ich habe mich mega gefreut, dass es so funktioniert hat, wie ich es wollte. So schaut das Ganze aus. Ist ein Täschchen. Ja, cooler, cooler, cooler. Total viel Mühe gegeben. So mit Aufstellen und ne, Geschenke und schieß mich tot. Verhakt. Ne, Geschenke, Schnee, ist ja alles dabei. Die Beleuchtung. Hab mich wahnsinnig geärgert. Wenn man hier auf den Schlitten drückt, sollte der Tannenbaum leuchten. Und ich so, mega toll, dass es geklappt hat. Und ich so, ja, yippie, yay. Als ich dann testen wollte, ob das immer noch leuchtet, hat es nur mal geleuchtet. Und ich so, okay, vielleicht die Batterie leer. Okay, neue Batterie rein. Ne? Ah ja, gut, immer noch nicht passiert. Dann noch einmal ein ganz mini-mini-Modell quasi gemacht. Und das leuchtet doch. Und dann habe ich das Ganze aufgemacht und mir ist da unten das Kupferband kaputt gegangen. Also somit ist die Weiterleitung von Strom misslungen. Und es hat mich so geeichert, ne? Ich habe mir so viel Mühe gegeben und das war so ein Gefummel. Naja, ich lade es trotzdem am 25. hoch. Und ich hoffe, liebe Biene, wenn du dieses Video siehst, das tut mir unendlich leid. Aber diese blöde Beleuchtung, ich habe es zwar versucht zu reparieren, aber es ist mir genau an dieser Falzkante gerissen. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Ja, und ich schaffe leider auch nicht mehr ein neues zu basteln. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber die anderen, wenn ihr sehen möchtet, wie ich diese Box hier gebastelt habe, man kann die ja natürlich gestalten, wie man möchte. Ob man jetzt Beleuchtung macht oder wie auch immer. Na, ich habe da sogar einen Griff ran gemacht. Schreibt mir das unten in die Kommentare und dann bastel ich mit euch so eine Box. Sie muss ja nicht weihnachtlich sein. Sie kann ja Sommer sein. Es kann ja eine Geschenkbox werden, ne? So, das war's jetzt. Oh, das ärgert mich so dermaßen. Egal, ich kann es nochmal ändern. So, das war es jetzt mit dem Zwischendurch-Video von der Challenge Bastelspaß mit Biene. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Aber ich habe mich so geeichert, als ich gesehen habe, dass es durchgerissen ist. Egal. Das war es jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Leider kein Adventskalender mehr. Aber egal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.